Ja gut, das war letztes Jahr auch schon so. Das ist bei uns Standard. Das ist Alltag. Das ist eigentlich, glaube ich, in jedem Verein, in jeder Transferperiode mittlerweile, dass irgendein Transfer länger hinzieht und das ein bisschen schwelt. Das ist in der Aufmerksamkeit für Ney natürlich alles potenziert. Aber für mich persönlich macht es keinen Unterschied. Wie Sie gesagt haben, es ist nicht mehr meine Ebene. Ich bin mit Ney klar. Er ist bei uns in der Kabine, ist mein Spieler und fliegt mit uns nach China und spielt dagegen Inter Mailand. Natürlich, jeder Trainer wünscht sich Neymar in der Mannschaft, aber wie gesagt, es ist mein Spieler, solange er in der Kabine ist, solange es ist zwischen uns alles gut und da sind wir sehr entspannt. Nee, ich plane nur mit Neymar, Fußball plane ich sowieso nie länger als einen Tag, deshalb morgen plane ich im Training mit Neymar.